ihr Lieben, ich habe einen Mischmasch-Haul. Ich war bei Teddy, beim 1-Euro-Laden, bei Wolwort und vor einer ganzen Weile jetzt schon bei Lidl, letzte Woche, vorletzte Woche, glaube ich. Aber ich dachte, ich packe es trotzdem mit rein. Und was ich da so Schönes ergattert habe, will ich euch jetzt zeigen. So, fangen wir an mit Teddy. Der wurde mir zugeschickt. Vielen Dank an dich. Da kriege ich auch noch die anderen, aber die haben dann erstmal in das Paket nicht gepasst. ja, diesen, den gibt es in Berlin, habe ich den noch nirgendwo gesehen. Teddy. Und kostet 2 Euro. Dann habe ich hier diese Geschenkverpackung. Fand ich auch ganz süß. Dreier-Set Geschenkbox. Da so funktionieren die. Da, 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 da. Kosten 1,50. Ja. Für eventuelle Adventskalender oder halt so, um ein kleines Geschenk zu verpacken, fand ich sehr süß. In rosa. Gab es auch noch verschiedene andere Farben. Dann steht nächstes Jahr ein Urlaub an. Genau in diese Richtung. Und ja, da fand ich die Briefmarkensticker natürlich perfekt. 1 Euro. 18 Stück sind da dran. Mussten mit. Ich hoffe, ich finde sie dann nächstes Jahr. Dann, die mag ich immer wieder mal gerne. Die finde ich total schön. Die gibt es ja in weiß und so in Kraftfarben. Kosten 1,25. Ideal, um ganz simpel und schnell Karten zu basteln. Dann habe ich neu entdeckt hier solche Papiertüten. 4 Stück, 1 Euro. Daraus will ich eventuell ein Mini-Album basteln. Ja, mal schauen. Dann habe ich süße kleine neue Sticker entdeckt. Und zwar diese hier. Einmal so und einmal so und ja, kosten 1,50 mit Glitzer und ja, einfach süß. Dann als nächstes, halt nur wegen dem Geräusch, fand ich sie so süß, solche Geschenkanhänger haben gekostet 1,50, 6 Stück und die haben alle so eine kleine Glocke und das finde ich so süß. Ja, hat mir gefallen. Sind auch so 3D. Da sieht man es leicht. Hier, da. Und ja, wird sicherlich auch das ein oder andere Geschenk kommen. Ebenfalls Geschenkanhänger. 24 Stück, 1,50. Dafür, die habe ich gekauft, aber für den Adventskalender. Einfach Zahlen hinten drauf. 24 Stück, perfekte Menge. Und dann an die beidige Adventskalender, Geschenkverpackung, Zahl, Bums, Dings. Ja, ihr wisst schon. Das. So, hieraus wird ebenfalls ein Video entstehen. 24er Set Geschenkanhänger, 2 Euro. Und zwar will ich euch zeigen, wie man ganz simpel daraus Karten basteln kann. Ja, sind diese jeweils dieselben. Könnte man natürlich auch einen Adventskalender mit verzieren, weil es eben wieder 24 Stück sind. Ja, finde ich cool, dass im Moment überall so teilweise, meistens, ganz oft 24 Stück drin sind. Diese. Dann war da so in der Reduziertabteilung hier von diesen Lightboxen, die es mal gab, diese Packung für jetzt 50 Cent, hat mal gekostet 1,50, diese Variante. Und ja, da dachte ich, für 50 Cent kann man die mal mitnehmen. Ebenfalls reduziert auf 50 Cent, vorher 1,50, war hier so eine riesen Geschenkbox, sind so zwei solche kleinen, so eine Pillowboxen, Kissenboxen, die man einfach zusammen knicken kann und dann hat man so Geschenkverpackung, kann man sich schön gestalten mit Motivpapier oder wie auch immer. Ja, das fand ich, wie gesagt, ganz okay für 50 Cent. Dann als nächstes habe ich, Gott sei Dank, und das nur, weil ich da so unterm Regal einen Zoom-Karton stehen sehen habe, also die sind ja bei Teddy dann schon mal aufgeschnitten, diese beiden neuen Washi-Tapes entdeckt. Hier einmal so Kawaii-ähnlich. Mal gucken, wo steht da was drauf? Be happy. Steht da ganz klein. Wie süß. Und dieses hier. Das finde ich so ein bisschen vintage. Hier hängt so ein Murmeltier am Ast. Ja. Ganz hübsch. Diese beiden kosten 1 Euro. Ebenfalls in der reduzierten Abteilung waren hier diese Bastkränze. Strohringe. Strohring. Ja, Strohring. 2 Euro vorher, 50 Cent. Dieses. Dann geht es weiter mit Kick. Da habe ich, das fand ich auch ganz süß, tatsächliche Adventsanhänger 1 bis 24 gefunden. Und ja, die können wir mal zusammen aufmachen. Mal schauen, wie die so aufgeteilt sind. Ja, da hat man dann hier so die ganzen Zahlen drauf. Und dann kommen diese Form. Das fand ich eigentlich ganz hübsch. So, und dann diese Form. Und zack, ein Adventskalender rausgebastelt. Kam 1 Euro. Ja,
habe ich Kick gesagt? Nein, 1-Euro-Laden kommt jetzt. 1-Euro-Laden. Dann habe ich da diese beiden Washi-Tapes entdeckt. Die hatte ich bei Wildrose auf dem Instagram-Account entdeckt. Und dachte, wow, die will ich auch. Diese beiden, jeweils 1 Euro, 2 Stück, sind wie viel Meter? 5 Meter drauf. Das ist ganz okay. In Gold. Und habe dann auch noch diese Packung entdeckt. Hier in Silber und Gold mit Ananas und Sterne. Da sind jeweils 3 Meter drauf, 2 Stück, ebenfalls 1 Euro. Und dann habe ich da so Bling-Bling-Steine entdeckt. Diese, die haben guten Zentimeter Durchmesser, würde ich sagen. Und finde ich, die changieren richtig schön. Also die sehen, ja, gefallen mir. Deko-Steinchen, Rainstone-Sticker, also sind auch, ja, Sticker, 16 Stück, Silber und Gold. Dann habe ich da sowas entdeckt. Und sowas in der Art hatte ich auch schon bei Danny Poise Paketen und bei Simon Says Stamp Paketen drin. Und die sind original gar nicht mal günstig. Ja. Bastel Set, Christmas Decoration, 21-teilig. Dieses und dieses. Gefällt mir sehr gut zum Verzieren. Oder hier kann man eben auch, sind überall Löcher. Also bei denen, das sind ja so wie Knöpfe, aber das hier irgendwie, ja, anhängen. Ich weiß gar nicht, ja, sie müssten ja Sticker sein. Ja, das auf jeden Fall. Und dann dieses hier, Merry Christmas Weihnachtssticker, 12 Stück. Die gab es auch nochmal in Rot. Fand ich jetzt aber nicht so schön. Mir haben die Silbernen gut gefallen. Und ja, da das lässt sich ja auch super Karten draus basteln oder wie auch immer. Dann ebenfalls bei Bianca entdeckt dieses Washi-Tape. Und da dachte ich, ah, auch das muss ich haben. Gibt es bei Woolworth, jetzt kommt Woolworth, 2,99. Da sind 8 Stück drin. Diese und dieselbe Packung gibt es nochmal in Gold. Da finde ich hier das Merry Christmas ganz schön. Ja, die gefallen mir echt gut. Wieder eine Menge Washi-Tape. Dann bei Woolworth, weil ich ja einige Adventskalender vor mir habe. Übrigens dazu Informationen. Findet ihr etwas in der Infobox geschrieben. Ich biete nämlich Adventskalender an. Und wenn ihr daran Interesse habt, setze ich ebenfalls einen Link in die Infobox, wo ihr mich via Facebook kontaktieren könnt. Und da habe ich so eine, hier, diese Kräuselband-Zeugs mitgenommen. Wie heißt es? Eiknäuel? Eiknäuel. Sechser Eiknäuel. Ja, auf jeden Fall hier so in lila, schwarz, silber. 1 Euro die Packung. Und hier nochmal so in weiß, grau, silber, schwarz, hellgrau, whatever. 1 Euro. Dann habe ich da neue Sticker entdeckt und zwar diese. 1,49 Euro. Und diese Variante Bastelmaterial ist jetzt jede Menge Neues bei Woolworth. Da, wenn ich dran denke, blende ich euch jetzt ein Bild ein. Für alle die, die kein Action haben oder damals die Clear Stamps bei Action nicht bekommen haben. Die gibt es ja immer mal wieder bei Woolworth für 1,49 die Packung. Klar, teurer als bei Action. Aber da gibt es ganz viele Sets, die es eben mal bei Action gab. Und nicht nur hier diese Rahmen, die gibt es ja ganz oft, sondern ja, ihr werdet jetzt das Foto sehen. So, auf jeden Fall habe ich mir diese, da gab es auch noch so Sterne und da also gibt es jede Menge Korksticker, auch Buchstaben und. Aber hier fand ich genau die beiden richtig toll. Oder halt allgemein, um Hochzeitskarten zu machen. Hier Mann und Frau, fertig. Ja, deswegen habe ich die mal mitgenommen, 1,49. Dann habe ich hier diese entdeckt, 3D-Sticker Scrapbooking, kosten 79 Cent. Einmal hier diese Variante, hat mir sehr gut gefallen. Und hier diese, fand ich cool, dass hier traumhaft steht, mal was Deutsches, nicht immer nur Englisch. Perfect Day, Smile und so weiter. Ja, das. So, dann ebenfalls bei Woolworth diesen Block, den habe ich schon, aber in 30,5 x 30,5, nicht in A5. Und deswegen fand ich es ganz passend. Das war mal ein Action-Block. Und ja, da gab es so einige, da habe ich dann den noch mitgenommen. Das hier ebenfalls ein großer von Action, das hier aber A5. Und was ich halt hier ganz toll finde, ist, die passen komplett alle zusammen. Man kann natürlich ideal ein Mini-Album daraus basteln. Und auch den gab es mal in groß. Also bei Action. Und der sieht so aus. Ja, die kosten alle 1,49. Dann habe ich mir diese. Ach, die sind noch von 1 Euro lang. Genau, Geschenkanhänger, 16 Stück. Mitgenommen, auch daraus will ich euch zeigen, wie man ganz einfach Karten basteln kann.
mein Stativ und da bin ich. Wartet. Könnt ihr nicht sehen. Da. Juhu. Ja, auf jeden Fall daraus zeige ich euch, wie man Karten basteln kann. Für den, der halt nicht so animiert ist, dazu überhaupt zu basteln oder halt ne, nicht von sich selber sagt, er könnte es nicht. Jeder kann basteln. Und man braucht halt einfach nur gewisse Ruhe und Ausdauer und das wird schon. Ja, diese. So, jetzt weiter bei Woolworth. Ich bin schon ganz lange drum rumgeschwirrt. Transparent Block 2,99. 25 Blätter. Das ist Vellumpapier in A4, 80 Gramm das Blatt. Und da ich ja immer noch euch ein Vellum-Verarbeitungsvideo schuldig bin, dachte ich mir, ich nehme mal diesen Block mit, wo man eventuell ne, selber auch was stempeln kann, weil diese kleinen Teile von Action sind schon ein bisschen tricky. Es gibt noch andere Varianten, wo man dann aber so längere Teile braucht oder eben größere Teile braucht. Und da dachte ich mir, mache ich dann selber noch ein paar schöne Sachen. Ja, kommt auf jeden Fall. Dann will ich für meine Omi einen Adventskalender, einen hier Jahreskalender selber machen. Und für 1,99 fand ich die Vorlage jetzt eigentlich ganz genial. Der ist, glaube ich, nur schwarz, weil es gibt ja auch welche, die sind dann... Ach nee, hier, genau. Den kann man entweder in schwarz oder in weiß verwenden. Ja, und da kann man halt gestalten, wie man möchte. Passend für Fotos. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt so Einknicke drin sind. Na, werde ich ja sehen. Auf jeden Fall für 1,99 fand ich das ganz okay. So, und dann schnell bei, was es bei Lidl gab. Da gab es so Bastelsets. Grußkarten-Bastelset, 215 Teile. Da sieht ihr hier unten, ist auch so ein bisschen weihnachtlich angehaucht. Ja, sowas kann man immer gebrauchen. Verbastelt sich schnell. Da ist das alles mit bei. Hier auch Schimmerglitzer. Ja, 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 ja. Dieses. Dann habe ich mir Bastelset Herbst mitgenommen. 82-teilig. Da sieht ihr hier unten, was drin ist. Halt auch so mit ein paar Sprüche, halt ideal, um Karten zu gestalten. Ich fand hier auch das Glitzerpapier und... Und dann habe ich mir, die habe ich bei Nienchen, glaube ich, gesehen. Nur deswegen bin ich zu Lidl überhaupt. Diese Sticker hier nämlich. Ich glaube, es war Nienchen, ich bin mir gar nicht sicher. Ja, fand ich ganz hübsch. Durfte mit. Und da ist halt, wie gesagt, wenn man den Adventskalender... warum sag ich das mal? Ich bin total im Adventskalender waren, weil ich muss so viel vorbereiten. Oh mein Gott. Und ja, kann man natürlich schöne Themen pro Monat gestalten bei dem Kalender, Jahreskalender. So. So, und hier mit Federn. Und das, ach hier noch eine Sache, Kick. Sticker-Set, 59 Cent, ebenfalls Adventskalender-Zahlen. Da ist ein Bogen allerdings nur drin. Also ich werde meine Adventskalender-Zahlen größtenteils selber basteln. Also es gibt halt dieses hier für 1 Euro oder eben sowas hier auch für 59 Cent. Aber es ist mir einfach an sich theoretisch zu teuer, weil ich mache es lieber selber. Ich habe Standschablonen, Zahlen und jede Menge Weihnachtspapier, also das wird viel, viel schöner. Aber ja, wollte ich euch mal zeigen, dass es sowas auch gibt. Das war es jetzt erstmal hiervon gewesen. Ja, und dann sehen wir uns ganz bald schon im nächsten Video. Tschüss!